Hallo zusammen, wir sprechen heute über das Thema Waldrodung und über die Auswirkungen, wie zum Beispiel die aussterbenden Tiere und das Klima. Heute sprechen wir über Brasilien, weil dort die Waldrodung am meisten stattfindet. Der Wald spendet Sauerstoff. Pflanzen nehmen mit ihren Blättern das Kohlendioxid aus der Luft auf. Mit Hilfe des Sonnenlichts machen sie aus Wasser und Kohlendioxid etwas Neues, nämlich Zucker und Sauerstoff. Aber durch die Waldrodung kann die Luft nicht mehr gefüttert werden und es gibt nur noch CO2. Zu den inzwischen seltensten Tierarten gehört das Sumatra-Nashorn. Es ist die kleinste der heute noch lebenden Nashornarten. Es lebt so gut wie nur noch in Schutzgebieten. Experten schätzen, dass es höchstens noch 100 Tiere gibt. Auch Orang-Utans gehören zu den großen Opfern der Regenwaldrodung. Bis Mitte letzten Jahrhunderts bewohnten wahrscheinlich noch Hunderttausende Orang-Utans die asiatischen Wälder. Heute sind es schätzungsweise nur noch 50.000 bis 60.000 Tiere. Das war's mit unserer kurzen Präsentation. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen etwas gelernt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.